eines der alten Rohkost-Urgesteine hier beim Rohkost-Potluck. Nun auch fast Leipziger, der Joachim ist eben angekommen. Hallo Joachim! Hallo Christian! Es ist wieder Rohkost-Potluck-Zeit und zwar wieder draußen in der Natur. Die Leute treffen sich jetzt hier schon alle am Parkplatz. Wir können eigentlich schon mal vorgehen. Auf jeden Fall, ja, es ist wieder Zeit und die Freiluftsaison hat begonnen. Ich nehme euch natürlich wieder mit. Ich werde wahrscheinlich das jetzt erstmal das letzte Potluck für mich sein, weil ich dann auf Wanderung gehe, vielleicht 2-3 Tage, vielleicht 2-3 Jahre. Wir werden sehen, wohin das alles führt. Auf jeden Fall, ja, freue ich mich total, jetzt draußen wieder hier zu sein. Das Rohkost-Potluck ist einfach das Rohkost-Potluck in Vollendung, wenn es halt draußen in der Natur stattfindet. Und genau das ist jetzt auch wieder der Fall. Und ich freue mich total. Wir haben heute Frisbee mitgenommen und Bumerang. Mein Didgeridoo habe ich mitgenommen. Und ja, natürlich wieder viele, viele Leckereien. Ja, es wird einfach wieder ein wunderschöner Tag. Wir essen, wir unterhalten, wir singen, wir spielen bis ungefähr so um 7, um 8, also von 11 Uhr bis um 20 Uhr, so 8, 9 Stunden. Und danach tun wir 7, 8 Stunden tanzen beim Freitanz bis tief in die Nacht. Es ist einfach ein geiler Tag und das sind Tage, ich vergesse keinen einzigen Potluck, ich vergesse keinen einzigen dieser Menschen, die mit mir zusammen sozusagen in die Nacht getanzt haben und gegessen haben und gekuschelt und gespielt und gesungen und es einfach nur... Ach, es sind die Tage, für die es sich zu leben lohnt, würde ich sagen. Und ja, wie gesagt, ich denke mal, ich werde ein paar Eindrücke für euch mitnehmen. Und vielleicht seid ihr irgendwann auch mal hier dabei. Es ist wirklich, irgendjemand hat es so gesagt, die Mutter aller Potlucks. Aber auch andere Potlucks sind genauso schön. Ich liebe natürlich den am meisten, den ich sozusagen monatlich besuchen kann. Wo halt, ja... einfach die Bindung einfach noch ein bisschen stärker ist als die anderen Potlucks, das ist klar. Aber ja, die Menschen trifft man, also man trifft hier Menschen, die auf Potlucks woanders sind und das ist halt ein großer Tribe sozusagen, der sich dann halt immer lokal dann auch mal öfter trifft und ja, und sagen wir mal überregional oder teilweise international. Da hat mir berichtet, dass sie auch vom Leipziger Potluck in Thailand Leute getroffen hat. Da ist es halt, ja, das ist ein Tribe, der quasi weltweit, ja, sich verbunden fühlt über sein Herz, über die Liebe und das ist halt einfach schön und du siehst die Menschen und du lachst und du weißt, ja, wir gehören zusammen und ja, jetzt geht's auf zum Potluck und ich wünsche euch wieder viel Spaß bei dem Video. Bis gleich. Auf geht's. Das scheint Bärlauch zu sein mit Rosinen. Wer hat das gemacht? Bärlauch Rosinen. Dann lassen wir es einfach mal so stehen. Genau, dann haben wir hier einen herzhaften Salat, Tomaten, Avocado und Blumenkohl. Blumenkohlreis, ja genau. Also, okay. Dann selbsterklärend Äpfel, Orangen, Gurke, Möhre, Blumenkohl, Tomaten, also viele, auch hier drüben ganz viele Tomaten. Radieschen sind hier verschiedene Dips. Wer hat die Dips gemacht? Gibt's da was zu sagen? Gut, dann essen auf eigene Gefahr. Chicorée, Möhren. Hier gibt es noch irgendwelche Bällchen. Achso, irgendwelche Bällchen und aufstrichende Senf. Okay. Das wurde mir gesagt. Okay. Gut. Das wäre noch fest, falls du das. Okay. Das ist von mir, ja. Die Bällchen? Wer hat die Bällchen gemacht? Und eine Hand auf herzhafte Bällchen. Fleischbällchen. Und hier kann ich dazu was sagen: Zu diesem kann man einfach so ein bisschen Obst, was da jetzt liegt,
kann man einfach so ein bisschen Obst dazu essen. Also es schmeckt sehr lecker, Chicorée mit Apfel zum Beispiel. Oder man kann hier dann, wenn man eine Schüssel hat, auch hier ein bisschen Dressing drüber machen. Da ist Apfelessig drin, ein bisschen grüne Rosinen, ein bisschen Öl, lass gleich auf. Ein bisschen Senf. Lass gleich auf. Genau, dann haben wir noch was mit Blumenkohl. Ein Blumenkohl? Ja, das ist Blumenkohl-Salat mit Bananendressing und also Bananenmandel und Zitrone. Oh, das klingt aber interessant. Blumenkohl mit Bananenmandel. Genau, Gurke, Möhre, dann ist irgendwas mit Tomaten und Linsen. Hm? Genau, und das ist... Achso, Rettich-Ravioli mit Wildkräutersesam. Wow. Sehr geil. Das ist Joachim. Das waren ja hier, du meinst nicht... Erbsen-Tunie. Ja. Ah, das kann man übrigens entweder abzupfen, also nicht rausziehen, weil das wächst danach. Am besten abzupfen oder abschneiden. Okay. Die Wurst drin hat, das wächst danach. Joachim? Weißkrautsalat, inspiriert von Christian. Oh, schön. Außerdem noch mit Apfel, bisschen Karotte zur Verzierung, Sonnenblumenkerne, Zwiebel, Kreuzkümmel als Gewürz, Apfelessig, Salz. Okay. Lecker, lecker, kann ich nur empfehlen. Genau, hier sind Petersilie und was ist das? Und dann hier auch irgendwie Erbsengrün, Cracker, verschiedene, Gemüsebrot, Pizza. Wer hat die Cracker hier gemacht? Anja? Ja, die habe ich gemacht. Die Basis ist mit Leinsamen, da sind auch Mandeln drin, falls einer die nicht verdreht. Quinoa. Und dann sind 3-4 verschiedene Gemüse drin. Rote Beete sieht man, das ist Schwarzkümmel mit Süßkartoffel, rechts vorne Apfel, Ingwer und Möhre. Und das hellbraune ist Topinambur. Oh, lecker. Dann Pesto, sieht aus wie Pesto. Ja, das rechte, das ist gekeimter Quinoa und Bärlauch. Und das linke ist gekeimte Sonnenblumenkerne mit Leinsamen, Leinöl und Brennnessel. Genau. Dann haben wir wieder verschiedenes Gemüse, Blumenkohl, Brokkoli, Paprika, Kohlrabi, dann hier getrocknete Süßkartoffel wahrscheinlich. Süßkartoffel, Möhren, Kohlrabi. Okay, und dann hier solche kleinen Bratlinge oder Fladen. Gemüsecracker aus Paprika, Knoblauch, getrockneten Tomaten, Radieschen, Möhren, ein bisschen Löwenzahn und Curry. Genau, dann haben wir hier fermentiertes Gemüse von Mario. Kimchi. Ach ja, Kimchi. Kimchi. Genau. Fermentiertes Gemüse mit Kohl, 4 Kohl, Ingwer, bisschen Chili und ein Apfel ist auch drin. Und wie lange ist das? Wie hast du das jetzt gemacht? Ich habe es, glaube ich, Dienstag angesetzt und sollte jetzt gut durchfermentiert werden. Okay. Riecht schon mal ein bisschen. Knoblauch ist drin. Gurkenspaghetti mit Bärlauchpesto. Das ist aus Sonnenblumenkern, Zitronenschale, Ingwer, bisschen Sole. Ja, und Bärlauch. Hier mit dunkel Reis mit. Das ist Blumenkohlsalat mit Gurke, Tomate, Mango und Dip aus Kokosraspeln, Wasser, Zitrone. Kein Salz, keine Sojasauce? Keine Sojasauce. Und Salz? Salz ein bisschen. Okay. Spinat? Dann haben wir das T-Shirt hier weg. Stimmt, da ist ja noch was. Das ist ein. Das ist Tomate, Nackthirse-Salat mit, ja, ganz klassisch. Nackthafer, Entschuldigung. Ja. Nackthafer mit ja, Zwiebeln und Tomaten und halt ganz klassisch Öl, Essig, Salz, Pfeffer. FKK-Buffet. Weintrauben. Physalis. Physalis, Spießer. Genau, und dann? Das ist ein Salat aus Feldsalat, Kopfsalat, Endivie, Paprika, Gurke, Fenchel, Staudensellerie, Aubergine, Frühlingszwiebel und als Gewürze Dill, Olivenöl, Nativ und etwas Meersalz. Jeder Fäusche von euch ist auch nicht so schier. Ja, genau, der ist aus Datteln, Vanilleschote, Bananen, Erdbeeren, Chiasamen, Walnüssen, Mandeln und remineralisiertes Wasser. Als Deko, was man jetzt nicht... Hau mal nicht so auf die Kacke hier. Remineralisiertes Wasser. Als Deko, was man nicht mehr sieht, Kokosraspeln, Rohkostqualität, Kakao, Zimt, Bananen und Erdbeeren, was hier eh drin ist. Genau. Dann haben wir hier so einen Obstsalat für Orangen, Buchweizen. Einfach hier noch ein paar Spieße. Haselnüsse, Pfeffernüsse, dann hier fängt jetzt die süße Fraktion an. Mit Obst, Bananen, Birne. Hier sind das so Kokosbällchen mit Kakao oder Kaffee. Also ich werde das gemacht, hier noch mehr Obstspieße und Gurke, Möhre, Paprika, dann noch hier so ein mit Melone, glaube ich, Orangen, Rosinen. Obstsalat. Obstsalat, noch ein paar Energiebällchen.
Dann Brownies. Genau, das ist Anna. Dattel und Kakao ist da vor allem drin. Dann haben wir hier Gurken. Gurken? Gurken. Nein, was ist Banane, Weintrauben, Kiwi. Nein. Banane, Weintrauben, Kiwi. Dann hier Würsing mit Würsing, Möhre und Limettendressing. Das ist so zwischen süß und herzhaft. Mhm. Dann haben wir hier noch was mit Buchweizen, wahrscheinlich eingeweicht oder angekannt, weiß ich. Und Birnen. Mhm. Oh, das ist ja schön aus. Wer hat das gemacht? Ne? Diese kleinen Nickel. Ja. Das sind aus Kokos, nicht Kokos, wie heißt das? Kastanienmehl und Datteln und Schokocreme aus Avocado und Kakao und Aprikosencreme aus Aprikosen und Avocado. Und dazu nochmal die Creme sozusagen, genau, extra. Creme. Wir haben ja einen Grand Crackern heute, da passt das sehr gut. Und Dips, das ist super. Lecker. Optisch zumindest schon. Ja. Sieht aus wie Blutorangen, dann irgendwie so eine Beere mitgebracht. Nee, es ist eine Himbeer-Chia-Marmelade. Okay. Ist noch Agaven. Also sehr viel Gemüse und sehr viel und süße Dips, das ist auch interessant. Gemüse und süße Dips. Möhren mit Himbeermarmelade. So. Und was ist das? Das ist Chai-Tee. Das ist Chai-Tee. Das ist Ananas-Frucht-Leder. Okay. Das sind Orangen von Orkos. Mhm. Und ja, das ist auch, was ist das? Das ist das mit Kokos. Datteln, Kokos, Mandel, Leinsamen. Und das hier? Das ist daneben. Also es ist noch, es ist ein Eis aus Pistazien, Kirschschokolade. Ein Eis? Das stellst du hier in die Sonne? Man kann es auch als Creme essen. Ja, okay. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Kokos für meine Nase. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall Energie werden wir heute brauchen. Ich glaube, das ist Fanny hier. Die Teller erinnern mich immer an Fanny. Fanny! Ja, Himbeerkost mit Vanille. Okay. Genau, dann Johannisbeerbanane mit Zimt. Das ist Stachelbeerbanane mit Ingwer. Soll ich weiter? Ja, jetzt hier oben. Ja, okay. Das sind Fruchtcookies aus gedörrter Jackfruit, Banane, diverse Nüsse. Also wer eine Nussallergie hat, ja. Paranüsse, Walnüsse. Alles drin, sozusagen, das komplette Programm. Kakaonips, Erdnüsse nicht, aber Walnüsse, Cashews, Paranüsse. Haselnüsse? Nee, Haselnüsse auch okay. Nicht. Genau, und das daneben sind noch gefüllte Datteln. Da sind auch Cashews drin, Mandeln, Kokosraspeln, Karo und Kokosnüsse. Okay. Dann Salat, Obstsalat mit Gesicht, mit Gesicht. Blüten und Blüten. Alben. Wer hat das? Ja, Apfel, was ist Mandeln, Apfel? Ist auf der süßen Seite. Süß. Genau. Plätzchen aus Süßkartoffeln, Mandel, Dattel und Kokos. Genau, das sind die Aronia-Plätzchen von Mario. Was haben wir hier? Was sieht beim Süßen? Sieht ganz süß aus. Doch, das ist ein Sprossenmüsli aus gekeimten Roggenweizen und auch wieder verschiedene Nüsse, also Walnüsse, keine Haselnüsse, keine Erdnüsse. Okay. Ansonsten Cashews, Kokos, ein bisschen gedörrtes, getrocknetes Kokos, ein paar Kirschen, Banane und ein bisschen Schokolade. Okay. Mit einer Zimtvanille Cashewmilch. Cool. Brownies von Mario. Ja. Mal ganz kurz eine Information auch noch. Wir sind ja immer jetzt sehr viele. Ihr seht ja schon, es wird nicht für jeden ein Stück hier sein. Das heißt, wenn ihr so ein Stück rausnimmt, dann einfach mal euren Nachbarn fragen, dass er euch so ein Ding mal teilt oder sowas. Ne? Gerade bei Sachen, wo jetzt nicht so viel da ist, dass man das jeder mal von allen kosten kann, ist ja so ein bisschen das Prinzip. Nur mal so als Information. Gut, weiter. Brownies haben wir nicht. Achso, Entschuldigung, wollte ich. Doch, die sind groß, das hat mir gereicht. Große Brownies und. Na, was ist da drin? Walnuss-Brownies mit Mandeln, Walnüssen, roher Kakao und Banane. Rohkarteln. Okay. Rohkarteln. Oh, das klingt gut. Da kann man nicht viel falsch machen. Sieht auch sehr gut aus. So, jetzt haben wir einen Obstsalat. Was Spezielles drin irgendwie von jemandem? Das ist von mir, ja. Sengen, Orangen, Äpfel, Banane, Mackerpulver, Kokosraspeln, getrocknete Aprikosen. Okay, Mackerpulver, interessant. So, dann haben wir hier irgendwelche Energiebällchen. Genau, das Linke sind Raffaelos. Mhm. Das sind, genau, das sind noch vier Zutaten drin eigentlich. Mandeln, Kokosraspeln, Kokosmus und Vanille. Ja, das ist lecker. Und die dunklen, das sind Brownie-Energiekugeln. Ich habe geguckt, das sind eigentlich auch noch Walnüsse, Mandeln, Datteln. Kakao? Kakao, genau. Okay, der Kuchen?
Wer hat diesen Himbeerkuchen gemacht? Das ist Cheesecake mit Himbeeren. Oh, klingt gut. Hast du noch ein Messer dazu zum Schneiden? Ja. Ah, gut, dann kannst du schon mal anfangen. Dann haben wir Datteln und dann haben wir hier noch andere Energiebällchen oder sowas. Was ist das? Das sind Turbo-Kekse. Also mit Mandel. Okay. Kokuchi, Beeren und Mandel. Okay. Und daneben ist noch ein. Das genau, ist schon. Mit Banane. Ein Pudding an Chia-Basis oder was? Buchweizen, ah, okay, wunderbar. Und hier haben wir jetzt noch einen Möhrensalat mit Äpfeln. Ja, und Zitrone. Und Zitrone. Gut, jo, dann sind wir durch mit der Übung. Potluck und wir sind hier, haben uns zusammen getroffen zu einem Gespräch über das Rohkost-Potluck. Oh, weil ja. Ihr seid, ja, ich will nicht sagen Urgestein, aber ihr seid jetzt schon mindestens dreimal, viermal da gewesen sein, oder? Ja, ja, genau. Also seit September letzten Jahres doch bis ein paar Unterbrechungen ja. Immer doch ganz gut dabei. Genau. Und die Frage, die sich alle stellen, warum kommt ihr immer wieder zum Rohkost-Potluck? Was ist das Tolle am Rohkost-Potluck? Weil es wunderschön ist. Also ist einfach, genau. Ja. Bitte, genau. Das übelst leckere Essen natürlich, aber an erster ja? Stelle, das muss ich ganz klar so sagen, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich da bin, ist übelst Herzmenschen treffen. Das finde ich einfach so bewundernswert. Ich habe jedes Mal das Gefühl, ich komme nach Hause in meine Familie und ich jeden, selbst wenn ich ihn nicht kenne, ich strahle ihn an und freue mich, ihn zu sehen, obwohl ich vielleicht gar nicht weiß, wie er heißt oder woher er kommt. Genau. Das ist einfach einmalig. Das ist immer das, was ich auch immer transportiere. Viele fragen sich, oh, ich bin noch nicht Rohköstler, darf ich trotzdem kommen zum Rohkost-Potluck? Also wirklich ernsthaft. Rolle. Ja, ja, das spielt überhaupt keine Rolle. Selbst Fleischesser, herzlich willkommen. Ja. Hier wird einfach nur Rohkost gegessen und wir unterhalten uns. Und das Herz muss einfach am rechten Fleck sein. Das ist alles. Und ja. Und ihr habt auch einen eigenen YouTube-Kanal, habe ich jetzt erfahren. Genau. Ich habe durch Zufall bei euch mal reingeguckt. Ein Comedy-Kanal. Ja. Ein Comedy, veganen Comedy-Kanal. Und ja, ist doch eine sehr eigene Art, die ihr da habt. Und aber nicht unwitzig, sage ich mal. Ich verlinke den auf jeden Fall mal, weil vegane Informationskanäle gibt es viele. So, aber so Comedy-Kanäle, so, auch das vegane Thema hin und wieder mal so antatschen. Ja, manchmal. Wir wollen halt nicht belehren, das ist halt wichtig. Ja, ja. Und wir wollen halt zu diesem anderen Sketch, wo auf Kosten von anderen, dass man Witze macht, da wollen wir eigentlich von weg, sondern maximal uns beide ein bisschen vielleicht hops nehmen, aber halt. Genau, das gelingt euch sehr gut. Also ja, das dir gelingt das sehr gut. Ja, ja. Ja, das, ja. Ist auch, das ist eine gute Einstellung, ja. Weil ich noch zum Rohkost-Spotluck sagen will, das ist wirklich das Schöne, weil ich manchmal so eher so der Miesmuffel bin, jetzt dahin und so, ja, und dann musste dann wieder so. Bis du mal ins Gespräch kommst mit Leuten, aber es ist so einfach, es ist so leicht. Ja, weil die Leute kommen auch, man kommt einfach ins Gespräch und dann kriegt man mit, das ist so viel Resonanz aufeinander, so, wo das einfach passt, das ist herrlich. Und ja, man lacht, hat Spaß und dann kommt Themen, ja, wo es wieder bewusstseinserweiternd ist. Das ist sehr schön. Genau, es geht halt immer nicht nur um Ernährung, das muss man halt auch immer wieder dazu sagen. Genau. Es gibt Menschen, die schauen das erste Mal das Rohkost-Potluck. Es kommt fast in jedem Interview, sage ich das, aber es muss einfach gesagt werden, weil die Leute, die denken halt, es geht um Ernährung hier. Ihr geht einfach um Menschen treffen und einfach das Leben in vollen Zügen. Herzenswärme. Ja, Herzenswärme, genau das. Und ihr wart aber noch nie beim Freitanz dabei. Ja, weil wir versuchen immer um 10 Uhr schlafen zu gehen. Ich glaube nicht immer. um 6 Uhr raus und abends um 10 Uhr ins Bett. Ja. So, aber mittlerweile ist hier fast feste Instanz geworden, dass man nach dem Rohkost-Potluck zum Freitanz gehen. Ist, ach so. Macht, ist richtig, ja, könnte ich nur empfehlen. Okay, also runde den Abend ab. Aber um 10 Uhr ins Bett wird dann wahrscheinlich ein bisschen eng. Also, muss auch dazu sagen. Was war heute euer Lieblings-, was hat euch am besten geschmeckt von den Sachen? Oh Mann, auf alle Fälle der Kuchen mit den Himbeeren. Der war übelst lecker. Der Käsekuchen, Cheesecake, Himbeer-Cheesecake. Der war richtig gut. Dann fand ich deinen Tomaten-Hafersalat sehr lecker, weil ich übrigens auf Tomate stehe und ich Hafer auch. Ich bin auch einer der wenigen, der wirklich einen Salat auch gut abschmecken kann. Das muss ich einfach mal so sagen. Ja. Weil die meisten Salate sind nicht
gut abgeschmeckt. Die sind halt super Zutaten drin, alles lecker, aber das abgeschmeckt ist halt, man sagt dann, ja, die haben einen anderen Geschmack oder so, aber nee, es gibt Salate, die sind einfach gut abgeschmeckt und Salate, die sind nicht gut abgeschmeckt. Das muss man einfach so sagen. Und oh Mann, ich habe auch einen Salat gemacht. Ja, aber gut, das muss man halt einfach so sagen. Also mein Tomatensalat hat gut geschmeckt, das freut mich. Und ist immer das beste Beispiel, das beste Indikator dafür, ob jemand, wenn er Sachen zur Auswahl hat, trotzdem sein eigenes isst, dann weiß man meistens, oh, das scheint wahrscheinlich gar nicht so schlecht zu sein. Als wenn er nur andere Sachen isst und nicht sein eigenes. Also ich habe heute fast meinen Tomatensalat in Alleingang aufgegessen. Okay, ich habe von einmal probiert, auch von meinem eigenen, das fand ich auch lecker, muss ich sagen. Was war dein Salat? Der war mit so, der mit Radieschen war der. Und den habe ich nicht gegessen. Den habe ich tatsächlich nicht gegessen, Da hast du was verpasst, der hat ein bisschen arg nach Fenchel zum Teil geschmeckt. Okay. Aber ich fand's vielleicht wärst du da auch jetzt auch tot traurig gewesen, wenn ich dir gesagt hätte, nee, auch nicht. Kann ich mitleben. Weil ich aber ich habe nicht probiert, also ich kann es nicht sagen. Aber ich könnte damit leben, ganz ehrlich. Okay, cool. Aber der Schierpudding, da hast du was verpasst, wenn den nicht gegessen. Den habe ich gegessen, der hat gut geschmeckt. Danke. Aber die süßen Sachen sind ja nicht so schwer, die müssen halt, ui, was ist denn mit der Kamera passiert? Die süßen Sachen, die... Wo bin ich? Ja, genau. Die süßen Sachen, die schmecken eigentlich immer alle gut. Da muss im Endeffekt nur süß genug sein und dann schmeckt's. Also die Datteln vom Fanny, ne? Oh. Ja. Datteln, mein Arm. Fanny mit, mein Arm tut weh. Was waren das? Tja. Keine Ahnung, was da drin war. So Schokozeug, ne? Das war lecker. Ja, das war mega. Also die Fanny hat so eine Füllung gemacht mit Sachen, die ich alle kenne, also mit Mandeln, mit Zeug. Ja. Aber die Zubereitung, die ist irgendwie ganz speziell gewesen. Mal jetzt mal von unten. Aber die findet man, hat sie gesagt, ja auf ihrem Blog. Also top. Ja, also Rohkostpotluck, sollen die Menschen kommen oder sollen sie nicht kommen? Auf alle Fälle. Ja. Wenn man nicht kommt. Und dann verpasst auch was, wenn man nicht mal auf unserem Kanal guckt, weil da gibt es immer Comedy anders. Genau, Comedy anders, so heißt der Kanal ja auch. Oder? Nein, aber lustig sein heißt es zur Zeit noch, weil er wird auch umgenannt. Hat ihr nicht was mit anders irgendwie mit anders gehabt? Irgendwas habe ich gelesen mit anders bei euch. Entweder in irgendeinem Sketch oder sowas. Sketch vielleicht. Ja. Ganz gut. Oder in der Beschreibung. Okay, aber Kanalnamen ändern, da kenne ich mich sehr gut aus. Bis man dann seinen eigenen Namen dann wirklich irgendwann gefunden hat. Ja. Das dauert. Ja. Gut, wie gesagt, unten verlinkt und beim nächsten Mal Rohkostpotluck mit dabei sein, Herzensmenschen kennenlernen und wir tun es ins Getümmel stürzen. Ja, weiter tschüss. Essen und ciao. Schön. Ciao. Beim Rohkostpotluck, beim Resümee, wo sitzen wir? Wieder auf unserem Baumstamm im Agrarpark. So ist es, endlich wieder draußen, endlich wieder draußen. Weil wir wirklich eigentlich eine ziemlich lange Zeit, 4-5 Potlucks drin. Wir haben diesmal das erste Mal ja durchgezogen, indoor quasi die Potlucks gemacht. Gerade ein kurzes Resümee dazu. Es war wieder wunderschön, wir haben uns alle gefreut, wieder draußen und so. Ich meine die Indoor-Potlucks. Ach so, die Indoor-Potlucks. Ja, also mir war es oft zu laut und zu eng, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist dabei noch? Ich habe mich sehr nach diesem Potluck heute wieder an unserem Lieblingsplatz gesehen. Ja. Dieses Offene, dieses Freie. Und wir haben auch wieder schon das erste Grün. Und es war einfach, es ist gar nicht so viel heute. Wirklich vom Gefühl her waren wir genauso. Also dieses Freie und sich treffen zwanglos ohne Eintritt, weil wir mussten ja letztes Mal auch Miete bezahlen, Eintritt abkassieren und so weiter. Das war schön trotzdem euch zu sehen. Und wahrscheinlich werden wir es nächstes Jahr vielleicht auch wieder machen oder versuchen mal länger draußen zu bleiben. Aber ja, ich bin auch total froh, dass es jetzt hier wieder rausgeht. Und vom Essen her war es ja irgendwie, ich weiß nicht, draußen schmeckt doch alles irgendwie besser. Ich weiß es nicht, aber mir hat es heute total gut geschmeckt. Du warst ja wieder eher vorsichtig. Ich habe meinen Saft getrunken, Äpfel gegessen, von Uta Bananen und Kokosnuss. Hat wirklich nichts von die Außenzweckler gegeben. Okay. Mir geht es sehr gut. Ja, und sonst hast du ja immer die Problematik gehabt, dass du reingehauen und dann war es halt dann... Bei mir war wirklich das Problem, zu viel probiert, zu viel gemischtes Essen, auch sehr einfach, kaum Öl, kaum Salz. Also diese Nuss-Trockenfruchtmischung ganz selten und dann probiert man doch hier, man möchte auch, jeder bringt was mit, macht sich Mühe und man möchte auch sagen, ja super, man probiert alles durch und dann sagt man, oh, probier mal das und das. Dann fängt man an, da habe ich auf einmal 20 verschiedene Sachen probiert und das merke ich dann. Verdauung, ich fühle mich auch nächsten Tag ziemlich schlapp und dann fange ich wieder an, will essen, ja, wo ich normalerweise gar nicht so... Aber eine Option wäre halt, wenn du die ganze Energie aufnimmst, dann abends mit uns zum Freitanz zu gehen. Dann hätte ich gerade, also wenn ich in so einem Potluck dann alles esse, dann habe ich abends keine Energie. Energie. Nee, die habe ich nicht mehr. Krass, wo ist denn da? Da habe ich mehr Energie beim Fasten. Wenn ich faste, könnte ich dann mit trocken.
Ja, nee, bei mir ist es genauso. Ich fresse mich zwar auch total voll, aber ich habe dann so viel Energie, dass ich mich freue, dann abends die Energie beim Tanzen. Wir sind ja 7 Stunden am Tanzen, von 20 Uhr bis 3 Uhr durch weg auf der Tanzfläche und da geht die ganze Energie wieder raus. Und von daher freut sich die Kombination eigentlich ideal. Und mittlerweile ist immer so richtig so 10, 20 Leute geworden, die dann auch zum Freitanzen nach dem Rohkostpotler gehen. Und ja, es ist halt einfach. Also ist an sich eine geniale Kombination, aber mein Problem wäre gerade dabei, dass ich Musik gerade kaum höre. Also ich fühle mich, ich brauche ein bisschen Abstand. Ich mag die Stille, ich höre nur ganz wenig Musik. Aber dann ist nee, momentan, ich sage nicht, dass ich es nie probieren werde, aber momentan mag ich die Stille dann am Abend nach so einem Praktikum. Verstehe ich. Oder singen dann selber. Singen selber. So mal singen. Kannst du ein Video machen, du singst? Nein, ich mache es nur für mich. Maximal für Freude und meine Kids. Summ mich mal unter dem Verklack. Auf jeden Fall, dann habe ich die Gitarre und dann summst du dazu. Oder Didgeridoo, das konnte man ja auch schon im Video sehen. Ach so, bei dir. Bei dir auch. Ja, okay. Wenn du mir das Video verschickst. Mal sehen, ob es rechtzeitig kommt. Genau. Und was wir ja heute auch wieder gemacht haben, eine Kräuterwanderung. Ja. Das ist so schön grün geworden. Ich war vor 2, 3 Wochen hier, da war alles noch relativ kahl und wir haben so viel Bärlauch hier und Girsch und Löwenzahn, Vogelmeere. Wir haben wieder so viele Wildkräuter gefunden, Sauerampfer, persischen Ehrenpreis. Es ist einfach wunderschön, also wirklich wieder heute ein rundum gelungener Tag. Was schätzt du, wie viele Menschen waren heute da? 40, 50? Ja, einer hat gezählt, das war 58. 58, also Wahnsinn. Auch wieder von weit her, Köln-Düsseldorf. Die Ecke Köln-Düsseldorf war wahnsinnig vertreten. Also einer jetzt in Bad hier, die sind jetzt, und der mit dem Hut. Die beiden, die sind jetzt aus Düsseldorf gekommen, die sind ein bisschen zu spät gekommen. Dann in Köln, von Köln ist ein ganzer Bus hierher gereist. Und dann noch einer aus Köln, der das nicht ein bisschen versimst hat, dass da was gewesen ist, wo er hätte mitfahren können. Und ja, alles in allem war wirklich jetzt Ruhrgebiet diesmal extrem vertreten. Also war mehr aus dem Ruhrgebiet als aus Leipzig hier. München ist noch da, und Dresden und Chemnitz. Berlin auf jeden Fall, ja, klar auch immer. Und New York. New York, die Johanna aus New York. Die Johanna aus New York, das war die weiteste Anreise. Die macht ja gerade in Chemnitz so Rohkostkurse, deswegen war es nicht so weit. Und auch eine schöne Überraschung. Ja, also beim nächsten Mal wirst du ja das Zepter wahrscheinlich alleine schwimmen. Ach ja, stimmt. Na? Ja, genau. Die ganze Veranstaltung erstellt und so weiter. Dann da am Mai bin ich wahrscheinlich nicht dabei und dann mal sehen, ob ich. Aber vielleicht war das mein letzter Rohkostpotler. Vielleicht war das mein letzter Rohkostpotler. Vielleicht werde ich nie wieder zum Rohkostpotler kommen. Aber weiß. Aber dann war es trotzdem ein schöner Abschluss, sag ich mal. Mhm. Ja. Gut, apropos Abschluss, würde ich sagen. Der nächste Potluck ist. 6. Mai? Soll das trotzdem so weitergeführt werden? Wäre halt ideal wegen dem Freitanz. Und beim Freitanz, die haben überlegt, eventuell dort, wo das Häuschen ist, dort aufzubauen, schon um 18, 19 Uhr, und dass die Leute dann quasi hier dann um 8 rüber zum Tanzen gehen können. Das wäre natürlich schön. Wäre halt geil. Aber zum Freitanz halt wirklich, weil viele, die gerade von außen kommen, für die ist es natürlich geil, wenn du 2 geile Events an einem Tag hast, weil du halt, das lohnt sich halt doch mehr jetzt aus dem Rheinland. Zum Beispiel aus Köln, die sind auch gekommen, weil eben auch der Freitanz gewesen ist. Und deswegen macht es sich ganz gut, wenn wir so ein bisschen kombinieren können. So. Aber ganz ehrlich, wenn du dann nicht mehr da bist, kommen dann überhaupt nicht die ganzen Leute, die mit zum Freitanz kommen? Du wirst sehen. Ich werde es nicht übernehmen, deine Rolle beim Freitanz. Aber hallo, du kriegst ja mein Kleid und dann gehst du zum Freitanz. Das Kleid kann ich mir noch vorstellen. Nee, wirst du sehen. Ja, werden wir sehen. Ne? Weil sonst wäre es ja dann auch egal, wann der Potluck ist. Sonst wäre es egal. Aber so ist ja in einem Monat. Dann könnte man ja auch flexibler wieder werden. Hm. Also wird auf alle Fälle in der 1. oder 2. Maiwoche starten. Gut. Dann. Das war's. Jetzt noch gar nicht ruhig ausklingen lassen. Ja. Die ersten gehen auch schon. Also wirklich auch vom Wetter heute fantastisch warm. Das heißt, T-Shirts, kurze Hose, manche liegen nur in der Hose, kurzen Hose um. Ich habe nur, ich habe drunter gar nichts an, ich habe wirklich bloß diesen dünnen vom Land. Ja, wunderbar. Ja. Komm nicht zum Schluss. Ich habe einfach Tschüss. Das letzte Mal, dass wir ein Resümee haben. Ich werde nie wieder ein Resümee interessieren. Ja. Das hat mir jetzt erstmal so gewünscht. Ich weiß nicht. War schön mit. Das ist ja wunderbar. Na, mal sehen. Wir haben Internet. Wir machen Skype-Konferenz. Genau. Da kannst du jetzt das Pad hier daneben halten und machen wir dann Konferenz. Genau. Ja. Okay. Bis bald. Tschüssi. Ciao.